Spende überreicht. Am Donnerstag überreichte Frank Hoffmann von der Fraktion Die Linke einen Scheck in Höhe von 500 Euro an die Arbeits- und Sozialförderungsgesellschaft Dessau e.V. Besonders im Bereich der Selbsthilfe und Beratung sind die Fördermittel fast bis zur Gänze zusammengeschrumpft und somit sind die Vereine auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Das Geld soll den von der ASG angebotenen Selbsthilfegruppen zugutekommen. Beispielsweise sollen die aufkommenden Betriebskosten dadurch gedeckt werden.